Hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir widmen uns heute mal wieder einer Frage. Und die Frage lautet, wo sind die Grenzen in Anführungszeichen des nachwachsenden Rohstoffs Holz? Wie viel Holz können wir in Deutschland denn eigentlich nutzen, von heimischem Holz jetzt mal vorausgesetzt, bis wir zu viel nutzen? Wo liegt da tatsächlich die Grenze? Und zentral ist eben, kann man vielleicht derzeit noch empfehlen, jedem, der es nicht wissen will oder doch wissen will, dass Holznutzung total nachhaltig sei und du ruhig so viel Holz nutzen kannst, wie du lustig bist. Und wenn du als Privatperson beschließt, immer mehr Holz zu nutzen und viel mehr mit Holz zu machen, ist das gut? Ist das noch nachhaltig? Kann man das so tun? Und ja, mit der Frage möchte ich mich gerne ein bisschen beschäftigen und das auch mal mit euch beispielhaft vereinfacht durchrechnen. Dann können wir uns nämlich noch genauer damit beschäftigen, welche Faktoren sich denn ändern müssten, dass sich an der Grundsituation was ändert. Zunächst mal vielleicht eins vorweg. Ja, derzeit noch zumindest kann man schon seinen Holzverbrauch ziemlich deutlich als Privatperson steigern, ohne dass das Zeug knapp werden würde, wenn dann die Forstwirtschaft alles richtig machen würde und alle Teile der Forstwirtschaft. Das war jetzt kryptisch, das ist beabsichtigt, weil ihr sollt ja auch schön brav weiter zuhören. Und ja, deswegen müssen wir jetzt versuchen, mal ein bisschen rumzurechnen. Und dazu brauchen wir erstmal ein paar Basiszahlen. Ihr denkt bzw. schreibt bitte mit, je nachdem, wie es mit eurem Gedenkvermögen funktioniert. Ich persönlich habe Schwierigkeiten. Ich habe nämlich keinen Zettel und deswegen muss ich das jetzt zum dritten Mal aufnehmen, weil bisher zweimal Denken nicht funktioniert hat. Beim dritten Mal Denken klappt es jetzt vielleicht. Zahlen. Mathe. Furchtbar. Ist ganz simples Mathe, keine Sorge. Also, pro Kopf Holzverbrauch pro Deutscher beträgt 1,3 Kubikmeter. Also ein Klotz. Ein Meter breit, ein Meter tief, 1,30 Meter hoch. Oder andere Form, sucht euch was aus. Jedenfalls ein schönes, großes, ein dreidimensionales Rechteck ist ein Quader, oder? Ein großer Quader mit Holz. So, und wenn man sich jetzt mal vorstellen möchte, wie viel Holz das eigentlich ist, dann denkt euch doch jetzt mal 100 Bretter, 1,30 Meter mal einen Meter, die jeweils einen Zentimeter dick sind und dann wisst ihr, wie viel Holz ihr technisch gesehen, statistisch gesehen pro Jahr verbraucht. Und da die wenigsten von uns tatsächlich 100 Meter 30 mal einen Meter Bretter irgendwo verbauen pro Jahr, muss der Holzverbrauch wohl woanders herkommen als von Massivholz. Und das ist auch tatsächlich so. Massivholz macht nun sehr geringen Anteil am Holzverkauf pro Kopf Holzverbrauch von einem Deutschen aus. Einen hohen Anteil macht, insbesondere 2020 war vielleicht der höchste Anteil für viele von uns, am Holzverbrauch generell. Das hat wahrscheinlich den gesamten Jahresverbrauch von Holz aufgefressen. Klopapier-Hamsterkäufe! Yeah! Finde ich irgendwie doch unterhaltsam, weil wenn du den ganzen Kerl voll mit Klopapier legst, weil das weiße Gold, ne, wir wissen das alle, dann ist das schon eine ziemliche Menge Holz, die du da pro Jahr zusätzlich zu, was man sonst noch so an Holzverbrauch, Zeitung und so weiter und so fort, entnimmt. Tatsächlich ist der Holzkonstant Verbrauch über die Jahre bisher so einigermaßen konstant, würde man sich gar nicht vorstellen, weil wir wissen ja, die Bestellungen im Onlinehandel nehmen massiv zu und der Kartonindustrie geht so gut wie noch nie. Ja? Also wenn ich Aktien kaufen würde, ich würde Kartonaktien kaufen, nicht Amazon-Aktien, Kartonaktien, weil Amazon mag mal hier und da, aber Karton wird man immer brauchen, wenn irgendein anderer großer Versandhändler übernimmt, der braucht auch Karton. Also kauft Karton, nein, kauft nicht Kartonaktien. Von mir aus doch, ist mir scheißegal. Aber wenn ja, dann bin ich es nicht gewesen, wenn das mit den Kartonaktien nicht funktionieren sollte. Gut, ja, jedenfalls tatsächlich ist der Kartonverbrauch derart drastisch angestiegen, dass das mehr als ausreicht, vermutlich zumindest. Genaue aktuelle Zahlen habe ich nicht, aber man darf davon ausgehen, dass unser sinkender Papierverbrauch generell, weniger handschriftliches Schreiben, weniger Bücher in papierener Form werden verkauft und so weiter und so weiter. Der Gesamtpapierverbrauch ist zurückgegangen. Klopapier ist
abgesehen jetzt von Hamsterkäufen 2020, ziemlich konstant geblieben. Außer jemand hat sein Wischverhalten drastisch geändert, das mag sein. Jedenfalls der Kartonverbrauch, der gestiegen ist, gleicht den geringeren Papierverbrauch bei hochwertigeren Papieren ziemlich aus. Und drum haben wir so eine ungefähr recht konstante Holzverbrauchssituation. Und nur der kleinste Teil eben von diesen 1,3 Kubikmetern ist tatsächlich Massivholz. IKEA-Möbel kommen noch dazu. Die enthalten tatsächlich auch echtes Holz. Man mag es nicht für möglich halten, aber es ist welches drin. Und aber nur wenig, ganz wenig vom Holzverbrauch eines Durchschnittsdeutschen ist tatsächlich mal ein Brett. Gut, das ist also eine Zahl, die brauchen wir jetzt erstmal. Die müssen wir jetzt so schlucken und uns so bitte merken. 1,3 Kubikmeter pro Person und Jahr. Die nächste Zahl, die wir brauchen, ist, wie viele Deutsche gibt es denn pro Fläche? Und ich meine, neulich nachgelesen zu haben, jetzt bitte seid mir nicht böse, wenn das nicht ganz korrekt stimmt, aber ich bild mir ein, es wäre irgendwas um 230 gewesen. Wir machen jetzt 240 draus, damit lässt sich besser rechnen. Wir bleiben bei 230. Wir bleiben bei 230. Damit lässt sich auch sehr gut rechnen. Ja. Das stimmt halt auch so ungefähr. So, jetzt brauchen wir noch eine Zahl. Und zwar müssen wir wissen, wie viel Holz wächst denn nach pro Fläche in deutschen Wäldern. Und das sind circa 14 Kubikmeter pro Hektar und Jahr. Da kann man sich jetzt schon mal ganz einfach ausrechnen, wenn wir, sagen wir mal, es wären 13. Wir lassen einen Kubikmeter stehen aus Gründen der Nachhaltigkeit. Wir nehmen nicht alles Holz, das nachwächst. Wir nehmen nur fast alles Holz, was nachwächst und sagen, es sind 13 Kubikmeter, die man pro Jahr nutzen könnte. Könnte. Und das ist jetzt praktisch, weil damit können wir exakt 10 Deutsche versorgen mit einem Hektar Wald. Da jeder Deutsche 1,3 Kubikmeter braucht, mal 10 sind 13, 13 wachsen nach, passt. Also pro Hektar Wald können wir 10 Deutsche mit Holz versorgen. Jetzt bleibt noch die wesentliche Frage zu stellen, wie viel Hektar Wald haben wir denn eigentlich? Das kann ich natürlich eine absolute Zahl irgendwo ergoogeln und euch erzählen, habe ich aber nicht im Kopf. So, jetzt brauchen wir noch eine Angabe zur Waldverfügbarkeit sozusagen, weil gehen wir jetzt mal auf den Quadratkilometer. Wir wissen ja, auf dem Quadratkilometer wohnen 230 Deutsche, grob, ja, und wir wollen jetzt, sagen wir, es sind doch 240 Deutsche. Also wir können jetzt immer mal wieder plus minus 10 Deutsche machen, dann ist es super verwirrend und keiner kann mir mehr folgen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, wir hätten einen Quadratkilometer Deutschland, auf dem 240 Deutsche leben. Wenn dieser Quadratkilometer Deutschland, wenn der jetzt bewaldet wäre, dann könnten wir damit, das sind 100 Hektar, ein Quadratkilometer 100 Hektar, ein Hektar 10 Deutsche versorgen, ein Hektar 13 Kubikmeter, ein Deutscher 1,3 Kubikmeter, ihr könnt mir folgen, das heißt mit einem Quadratkilometer 100 Hektar können wir wie viel? Ja genau, 1000 Deutsche mit Holz versorgen. Das Problem ist, auf diesem Quadratkilometer muss halt auch Wald stehen. So, und da auf jedem Quadratkilometer Deutschland 230 oder 240 von mir aus, ist es vollkommen Wurst, Deutsche hocken, aber nur, und das ist jetzt wichtig, jeder dritte Quadratkilometer, weil wir ein Drittel Waldfläche haben, überhaupt Wald bzw. Holz enthält, müssen wir jetzt ein bisschen umrechnen. Nämlich, wir haben von 3 Quadratkilometern, also dreimal die Quadratkilometer Deutsche pro Quadratkilometer, also sprich 720, wenn wir jetzt von 720 Deutsche, müssen sich einen Quadratkilometer Wald teilen. Und ein Quadratkilometer Wald reicht eben für 1000 Deutsche und das heißt, können 720 Deutsche mit der deutschen Waldfläche und dem deutschen der Rate an nachwachsendem Holz in Deutschland ihren durchschnittlichen Holzverbrauch decken? Ja! Es können sogar noch 280 zusätzliche Deutsche dazukommen, oder auch Nicht-Deutsche, die einen ähnlich hohen Holzverbrauch haben und den dann eben entsprechend auch noch mitdecken, theoretisch. So,
Und das ist jetzt das große Problem, theoretisch. Aber so viel jetzt erstmal. Wir haben also nur, wenn man so möchte, 72% von unserem nachwachsenden Holz in Deutschland nur Nutzung. Ja, wir hätten also noch 28% des nachwachsenden Holz in Deutschland als Potenzial, was wir noch in Deutschland nutzen könnten. Ich hoffe, jetzt kann man mir so weit folgen. Das war der mathematische Teil. Ich weiß, er ist grauenvoll, aber ich hoffe, es war verständlich. Wir kommen zum etwas weniger anspruchsvollen Zeug. So, fröhliches Rechnen. Wenn wir den Pro-Kopf-Holzverbrauch jetzt sagen wir mal um 20% steigern würden, dann hätten wir 1,56 Kubikmeter pro Nase. Können wir das noch schaffen? Ja, das wären dann nämlich 1123 Kubikmeter von eben 1300 Kubikmetern Holz, die im Wald nachwachsen. Ja? Wie rechnet man das aus? Naja, man nimmt eben den Pro-Kopf-Holzverbrauch von 1,56 jetzt in diesem Fall und rechnet das mal 720, die Leute, die auf einen Quadratkilometer Wald kommen. Ja, und dann kriegt man eben raus 1123 und da wir wissen, dass unser Wald mit 13 Kubikmetern pro Hektar zuwächst und wir 100 Hektar haben, kommen wir auf 1300 Kubikmeter Zuwachs, wovon eben unsere Leute mit dem 20% erhöhten Holzverbrauch jetzt 1123 nutzen würden. Das gleiche Spielchen könnten wir auch mit einer 30%igen Steigerung des Pro-Kopf-Holzverbrauches machen und würden dann darauf kommen, dass das immer noch gerade so geht, weil wir dann 1260 Kubikmeter von 1300 Kubikmetern, die nachwachsen, nutzen würden. So, die ganzen Annahmen sind aber rein theoretisch. Da gibt es jetzt noch so ein paar Nebenfaktoren, die man noch auch im Hinterkopf haben sollte. Aber wir halten an dieser Stelle jetzt erstmal fest, rein rechnerisch und rein theoretisch könnten wir uns als Gesellschaft gerade noch so einen 30% höheren Holzverbrauch leisten. Ja? So. Und das muss man jetzt schon sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Im ersten Moment klingt super, ach was, wir haben noch 28% Holz übrig, ja geil, das ist ja üppig. Ja, aber wenn man sich klar macht, wie gering der durchschnittliche Holzverbrauch pro Durchschnittsperson eigentlich ist, verglichen mit jemandem, der mit Holz auch noch heizt, dann wird das ganz schnell eine ganz kleine Zahl, weil mit Holz heizen, das braucht richtig Holz. Ich habe keine Zahl im Kopf, ich werde mal versuchen, eine zu recherchieren und blende euch hier mal noch eine ein, damit wir da nochmal so eine grobe Größenordnung irgendwie im Hirn haben, aber macht euch das mal klar. Es ist also schon richtig, erstmal kann man, also das ist grob die Hausnummer, entweder wenige verbrauchen exorbitant viel mehr Holz oder wir alle circa 30% mehr, maximal. Ja, es gab dazu sogar mal eine politische Kampagne vom ich weiß nicht, ob das bundesweit gewesen ist, aber da wollte zumindest mal unter anderem Bayern, ich weiß wirklich nicht mehr, ob es bundesweit gewesen ist, aber Bayern wollte auf jeden Fall, dass wir als Volk den Holzverbrauch erhöhen, weil tatsächlich ist es besser ökologisch als auch wirtschaftlich, wenn wir möglichst viel von unserem Holz im Inland umsetzen. Da ist die Wertschöpfung höher, weil je weiter man Holz transportiert, desto weniger Geld kann man damit verdienen, weil es wird immer teurer. Der Transport nimmt immer mehr vom Produkt ein und da kriegt man als derjenige, der das Holz letztendlich irgendwo aus dem Wald gekloppt hat, immer weniger Geld dran. Das heißt, umkloppen, 100 Meter die Straße runter und irgendwo verbauen, ist das Beste, was dir passieren kann als Holzverkäufer. Und daher regionale Holznutzung ist von der Wertschöpfung her tatsächlich am höchsten. Daher macht das Sinn, dass man den Holzverbrauch in Deutschland, also zumindest aus gewisser Weise macht es Sinn, kann man sich kloppen, ja. Aber es gibt Gründe, weshalb man versucht hat, den Holzverbrauch in Deutschland zu erhöhen. Und das hat dazu geführt, dass wir überhaupt jetzt erst diese 1,3 Kubikmeter pro Nase haben. Das war davor nämlich tatsächlich noch mal weniger. Das ist also schon angestiegen. Und ja,
Das hat man gemacht, eben um Holzexporte zu vermeiden. Wir sind zwar Exportweltmeister, aber Holz exportieren bringt es eben, wie gesagt, nicht so. Und trotzdem exportieren wir jetzt immer noch Holz, weil wir haben ja 28% zu viel Holz. Theoretisch. Gleichzeitig importieren wir nämlich auch Holz, weil es gibt halt Holzarten, die wir in Deutschland nicht haben. Es gibt Leute, die zum Beispiel Tropenholz nachfragen und wenn Nachfrage da ist, dann wird das Angebot bald folgen und drum wird halt eben nun mal auch Holz in ein Land, das genug Holz hat, importiert. Und das führt natürlich dann nochmal dazu, dass das auch in den statistischen Durchschnittsholzverbrauch des Einzeldeutschen mit einfließt. Und das erhöht nochmal die Zahl von Holz, was im Wald theoretisch stehen bleibt. Jetzt gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, wie wir uns das angucken können. Erstens mal können wir uns erstmal freuen, oh, es bleibt ganz viel Holz im Wald stehen, das ist ja sicher nicht schlecht. Stimmt. Ja, ist auch nicht schlecht, blöd nur, dass, wenn man halt nicht ganz viel Holz aus dem Wald nimmt, mit irgendwas anderem ein Haus gebaut werden muss, zum Beispiel ein Haus. Ne? Und das wäre dann eben nicht Holz. Und da Holz zumindest in Deutschland noch, nach aktuellem technischen Stand, noch, der, wahrscheinlich wird es das auch bleiben, behaupte ich jetzt, aber das kann ich nicht beweisen. Aktuell ist es aber definitiv so, Tatsache, der nachhaltigste Baustoff für Gebäude ist, ist alles, was wir statt Holz zum Gebäudebau nutzen, weniger nachhaltig. Das ist auch eine ganz einfache Rechnung und das stimmt auch so, weil die Herstellung von zum Beispiel Stahl für Stahlträger, für Dächer, das ist irre, was das an Energie verbraucht. Hingegen, was brauchst du an Energie, um aus einem riesen Balken, aus einem riesen Stamm einen riesen Dachbalken rauszuschneiden? Du machst einmal Säg, 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 fertig. Das ist lächerlich, ja, für das Produkt. Fetter Balken aus Eiche meinetwegen, ist es lächerlich, was für ein minimaler Energieaufwand dafür notwendig ist. Dann muss der fette Balken mit Eiche noch dahin gefahren werden, wo er verbaut werden soll. Okay, das erzeugt nochmal einen gewissen Energieverbrauch, aber das war's dann auch. Ja, noch einmal hochhieven, festnageln, fertig. Jeder Architekt dreht sich im Grabe um, sofern er schon tot ist. Aber groben Zügen ist das im Wesentlichen das, was man tun muss, um ein Dach zu bauen. Ja, ganz genau. Ja, ich bin heute irgendwie lustig, tut mir leid. Ja, nee, natürlich nicht. Aber trotzdem, das war so der Hintergrund. Je mehr Holz, je mehr vom nachhaltigsten Baustoff überhaupt verbaut wird, desto nachhaltiger daher eben die Nutzt-mehr-Holz-Initiative. Und ja, nur sind dem Ganzen halt enge Grenzen gesetzt. Und das Nächste ist jetzt, wo wir uns noch Gedanken machen müssen. Wir haben zwar theoretisch 14 Kubikmeter Zuwachs pro Hektar und Jahr. Theoretisch. Aber die müssten wir auch umsägen, damit wir die auch als Holz, als Baumaterial, als Rohstoff wirklich da liegen haben. Und das passiert nämlich gar nicht. Ja? Denn ein Haufen Wald in Deutschland ist im Privatbesitz. Und der Privatwald, also ein Haufen, bei Bayern weiß ich, ist es genau die Hälfte, wie es auf die Bundesrepublik verteilt aussieht, weiß ich nicht. Es gibt Regionen, da sogar mehr als die Hälfte in privater Hand. Ich meine, es wäre also auch bundesweit ungefähr die Hälfte der Wälder in privater Hand. Nagelt mich bitte nicht fest. Wenn das nicht stimmt, schreibe ich es unten hin. Jedenfalls, wenn bei die Hälfte der Privatwälder nur sehr vorsichtig nutzen. Das ist nämlich das Interessante. Die eigentlichen Leute, die Wald gelernt haben, also so ein gelernter Förster, der haut ordentlich Holz raus. Ja, und das ist auch in Ordnung. Das ist deswegen nicht unnachhaltig. Der kommt halt recht nah ran an den Hiebsatz, den der Wald leistet. Wenn das ein Wald ist, der mit 13 Kubikmetern nachwächst, dann kannst du da auch nach Art am Riese 13 Kubikmeter jedes Jahr rauskloppen und der Wald wird nicht weniger. Der Gesamtholzvorrat des Waldes wird nicht weniger, außer es passiert eine Katastrophe. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man holt von vornherein jedes Jahr nur so 12,5 Kubikmeter raus und hat dann eine gewisse Reserve, falls eine Katastrophe passiert, wird das ein bisschen abgesenkt. Da muss man ein, zwei Jahre ein bisschen weniger Holz holen, plus das, was bei der Katastrophe angefallen ist und dann hat sich's wieder ausgeglichen. Ne? Also man kann davor sorgen oder man kann nachsorgen. Das geht auch, dass du also wirklich exakt jedes Jahr 13 Kubikmeter rausholst und dann kommt ein Sturm und schmeißt dir nochmal zusätzlich 1000 Kubikmeter Holz da irgendwo hin.
auf deinem gesamten, in deinem gesamten Revier. Und das entspricht pro Hektar von mir aus nochmal 10. Und das heißt, dann hattest du ein Jahr, in dem du so gut wie gar kein Holz machen kannst. Regulär, planmäßig, weil der Sturm hat es dir ja schon hingelegt. Verhökerst du erstmal das vom Sturm, arbeitest das vom Sturm auf, funktioniert, kann man machen, alles gut. Ja? Also das sind die zwei Optionen. Entweder vorher vorsichtiger sein, der Sturm schmeißt was um, hinterher machst du so weiter wie bisher, weil es gerade egal, du hast ja vorgesorgt. Oder eben Nachsorge betreiben. Das ist relativ. Das nimmt sich nicht viel, was da jetzt gut oder schlecht ist bei. Das wäre die reguläre Forstwirtschaft. Der Privatwaldbesitzer, da gibt es welche, die wollen alles Geld aus dem Wald rausnehmen, was sie irgendwie kriegen können. Die sind aber tatsächlich erstaunlich selten. Der Deutsche mag seinen Wald. Statistisch gesehen wird man kaum einen Deutschen finden, der sagt, Wald ist Kacke. Nee, Natur, Also erstens, wenn du das sagst, kriegst du ganz schnell einen Shitstorm ab, was meiner Meinung nach auch durchaus ganz gerechtfertigt ist. Zweitens, das gibt wirklich statistisch gesehen, soweit wir das wissen, nur ganz wenig Leute, die wirklich so denken. Ja? Denen ist schlimmstenfalls der Wald vollkommen gleichgültig, das mag vorkommen. Aber dass jemand sagt, nee, Wald ist Kacke, holst ihn ab, kann ich mir, ja, ein paar Idioten gibt es immer, muss niemandem erzählen, aber kann ich mir nur schwer vorstellen, dass das häufiger vorkommt. Und dementsprechend, Privatwaldbesitzer sind selten Leute, die mit Wald gar nichts anfangen können und die mögen ihren Wald und drum nutzen sie ihn vorsichtig und schonend und bleiben mitunter massiv unter dem Hiebsatz, den sie eigentlich nachhaltig rausklöppeln könnten. Auch große Privatwaldbesitzer machen das so und insbesondere aber die ganz kleinen Privatwaldbesitzer, da wird teilweise der Wald so gut wie gar nicht genutzt, einfach weil man hat 0,1 Hektar oder sowas. Kann man den nachhaltig nutzen? Nö. Jeden Baum, den du da rausschneidest, das ist alles schon zu viel. Das ist niemals der laufende Zuwachs. Das heißt, man könnte alle 10 Jahre, alle 20 Jahre vielleicht einen Baum rausschneiden, wenn man 0,1 Hektar hat. Lohnt sich nicht. Wird man im Regelfall einfach gar nicht tun. Und da es ganz viele Leute gibt, die 0,1 Hektar haben oder andere ähnlich kleine Waldgrundstücke und die nicht wirklich bewirtschaften können, weil die so winzig sind, teilweise tut man sich dann in einem Zusammenschluss einer Forstbetriebsgemeinschaft zusammen und bewirtschaftet seinen Wald als Ganzes und man kriegt dann so und so viel Prozent, wie man flächenmäßig am Wald besitzt, der da bewirtschaftet wird, vom Gewinn. Ja, das geht auch. Aber das passiert auch längst nicht in jedem Wald und dadurch kommt eben diese Unternutzung der Privatwälder zustande. Unternutzung ist relativ. Ja, das kann auch was Gutes sein, je nachdem, welchen Standpunkt man hat. Aber was im Endeffekt dabei rauskommt, ist: Staatswald nutzt tatsächlich 13, 14 Hektar pro Kubikmeter, ist nun mal angenommen, ne? Auch nicht ganz, aber fast. Privatwald nutzt 10. Privatwald macht die Hälfte aus. Das heißt, wir kommen statt, wenn wir sagen würden, der Staatswald nutzt wirklich 14, der Privatwald nutzt nur 10, dann kommen wir auf insgesamt 12. Und dann ist der Puffer, den wir an Holz noch rumliegen haben, um zusätzliche Deutsche, die jetzt beschließen, ihren Holzvorrat, Holzverbrauch zu erhöhen, gar nicht mal mehr so hoch. Ne? Dann nimmt er noch deutlich weiter ab. Und ja, jetzt wirklich genug mit den Zahlen. Heißt, für die Zukunft, in der immer mehr Leute versuchen werden, hoffe ich zumindest, auf nachhaltige Ressourcennutzung umzusteigen, ja, indem immer mehr Leute versuchen, hoffentlich weniger Beton, weniger Alu, weniger Stahl, weniger Kohle, Erdöl und so weiter zu verbrauchen und auf die Idee kommen, dass doch möglicherweise die Ressource, die uns in Deutschland schon seit Menschengedenken zur Verfügung steht, eine gute Idee sei, Holz. Desto mehr wird es ein Thema werden, wie viel Holz können wir eigentlich liefern, ohne gleich irgendwo sonst wo Holz importieren zu müssen, weil letztendlich für globale Zusammenhänge ist es relativ egal, wo man den Wald abholzt. Wald abholzen ist nie eine gute Idee. Und ob wir jetzt unseren eigenen Wald nutzen oder einen Wald in sonst wo und den dann mit einem fetten Frachter über den Ozean schippern, dann wäre es rein ökologisch und rein nachhaltigkeitstechnisch gesehen sinnvoller, unseren eigenen Wald zu nutzen. Und drum ist es auch durchaus ein Thema, dass sofern wir mit Holz nachhaltig wirtschaften wollen, wir nicht über die Kapazitäten unseres eigenen Waldes hinaus wirtschaften sollten. Wenn das jedes Land so machen würde, hätten wir übrigens auch keine Entwaldung mehr auf dem Planeten. Nur mal so als Idee. Ist schwierig, aber
Nur mal so als Idee. So, an dieser Stelle machen wir mal einen gedanklichen Cut und fragen uns, welche drei Zukunftsszenarien zum Umgang mit dem Wald, zum Umgang mit unserem inländischen Holz, sage ich jetzt mal vorsichtig, gibt es denn? Wie könnte man jetzt da weiter verfahren? Szenario Nummer 1. Man findet eine Alternative zu Holz und lässt sämtlichen Wald stehen. Ja? Da wir ja gesehen haben, der Holzverbrauch von Deutschland ist schon relativ beträchtlich. Wie wäre es denn, wenn wir unseren heiligen Wald, das meine ich jetzt ausnahmsweise mal gar nicht zynisch, sondern der ist schon wirklich was Tolles und könnte man vielleicht ja sogar wirklich so nennen, wenn wir den komplett schützen wollen würden, das ist natürlich ein Extremszenario, aber mit Extremszenarien kann man immer die besten Beispiele bringen, die Lösung liegt selbstverständlich irgendwo dazwischen, und suchen uns eine Alternative zu Holz und nutzen unseren Wald gar nicht mehr und arbeiten mit zum Beispiel einer sehr gehypten Holzalternative, nämlich Bambus. So, Problem, beziehungsweise toll, Bambus wächst unglaublich schnell. Bambus ist die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt. Wieso kann das Bambus? Naja, weil Bambus da steht, wo es besonders schön warm ist, wo lange Tage herrschen, rund ums Jahr. Also der wächst in, die schnell wachsenden Bambusarten wachsen in den Tropen und Subtropen. Die ganz schnell wachsenden, muss man dazu sagen. Es gibt auch welche, die sind deutlich langsamer und die wachsen dann auch in deutlich kühleren Temperaturen. Kein Problem. Bei uns in Deutschland gibt es ja auch Bambusarten, die wachsen. Überhaupt keine Frage. Aber diese super, super schnell wachsenden, die deswegen interessant sind, weil sie unglaublich flott Biomasse aufbauen, die gibt es nur in den Tropen und Subtropen. Das heißt, bei uns in Deutschland einfach welche anpflanzen und statt Holz nutzen, vergiss es, geht nicht. Klima gibt das nicht her und auch nicht in ein paar Jahrzehnten, in 100 Jahren vielleicht schon. Dann haben wir aber andere Probleme. Egal. Jedenfalls, das wäre potenziell allein von der Wachstumskraft von Bambus schon ein Thema, den als Alternative zu regulärem Baumholz, Bambus ist über 17 Ecken schon auch irgendwie sowas Ähnliches wie Holz. Das ist streng genommen ein lignifiziertes Gras. Aber ja, tun wir jetzt mal so, als wäre es sowas Ähnliches wie Holz. Es ist ein bisschen komplizierter. Und den Zuwachs, den das Zeug hat, das ist irre. Ja, auch die Mengen an die Nutzbarkeit, die technischen Eigenschaften von Bambus, sensationell. Die sind super stabil, diese langen, dicken Bambusstängel von diesem schnell wachsenden Superbambus, der einen Meter pro Tag zulegt an Höhe und dann nach und nach verholzt. Und in 3-4 Monaten sind die ausgewachsen und 40 Meter hoch und solche Späße. Gibt's alles bei Bambus. Nur muss man ihn dann nochmal etwa weitere fast 9 Jahre stehen lassen, bis er dann so stabil auch geworden ist, dass er die technischen Leistungen erbringt, die man an ihn hat. Aber selbst in 10 Jahren ein 40 Meter langer, so dicker Stängel, das ist sensationell. Das kriegen wir mit unseren Bäumen in Deutschland so erstmal nicht hin. Gut, also könnte man doch meinen, okay, wir lassen unseren Wald stehen, importieren Bambus, bauen mit Bambus, machen Bambus-Klopapier, machen Bambus-Pappe für Amazon, machen Bambushäuser, Bambusbrücken und leben wie in Indonesien. Ja, nicht, dass das was Schlechtes wäre. Diese Bambushäuser, die da haben, wunderschön. Ja, nichts dran auszunetzen. Überhaupt nicht. So, mehrere Probleme. Erstens. Der Transport von der Menge Bambus, die man für sowas bräuchte, wäre von der Klimabilanz her, beziehungsweise von der Energiebereitstellung und dem ganzen Erdöl, was man schippern müsste, um solche Mengen Bambus bis zu uns zu schippern, von China, bringt's nicht. Da wäre es von der Nachhaltigkeit her, vom Energieverbrauch her, viel besser, eine 120 Jahre alte Eiche umzusägen, einmal kurz 100 Meter die Straße runter ins Sägewerk, die Bretter ein bisschen verteilen in den nächsten Dörfern und jeder kann sich sein Häuschen entsprechend erweitern. Das ist erheblich nachhaltiger. Genau genommen hat Bambus, der große Fette, der superschnell wachsende, von der Ökobilanz her ist er ungefähr 10-mal so schlecht oder Eiche 10-mal besser als Eiche. Ja. Das heißt, das ist nicht wirklich. Also rein von der Ressourceneffizienz her ist das nicht wirklich eine Alternative. Und dann kommt noch erschwerend dazu für langfristige Projekte, wenn man mit Bambus was Langfristiges bauen möchte. Das Zeug ist nicht auf Langfristigkeit ausgelegt. Das ist ein Gras. Das hat Dauerhaftigkeitsklasse, wenn man die Holzdauerhaftigkeitsklassen auf Bambus übertragen möchte, 5. Es gibt 5 Dauerhaftigkeitsklassen. 1 ist Teak.
zum Beispiel. Ne? Tropenholz, nahezu unverrottbar, bleibt ewig lange gut, bleibt ewig lange schön, kannst du über 7 Generationen vererben, überhaupt kein Problem. 2 ist sehr, sehr haltbar, muss man dann nach einem Menschenleben oder sowas vielleicht mal austauschen, wenn es dumm läuft. Vielleicht auch ein Ticken früher, kommt drauf an, wie alt der entsprechende Mensch wird. 3, alle 10, 15 Jahre könnte man mal drüber nachdenken, ob man vielleicht Kleinigkeiten erneuern muss, wenn es sich zum Beispiel um einen Gartenzaun handelt. Vielleicht auch 20 Jahre. Es kommt immer drauf an, wie das verbaut ist und so weiter. 4 ist schnell weg, 5 hält gar nicht. Das hält 3, 4. Eine Bambusbrücke im Dschungel. Die muss ständig gewartet werden. Da muss quasi dauerhaft einer, alle paar Tage einer gucken, ob mal wieder was durchgefault ist und neue Teile einbauen, wenn man wirklich unbehandelten Bambus nimmt. Man kann den schon auch haltbarer machen, unter anderem mit ganz tollen Pflanzenschutzmitteln, Bildschutzmitteln und anderen umweltfreundlichen Sachen, die nicht umweltfreundlich sind. Aber ja, gehen würde es. Nur die Dauerhaftigkeit von Bambus ist einfach noch nicht so doll. Wir sind da dran, technisch, was heißt wir, also die Bambustechnologen sind da dran, das noch zu verbessern. Das wird mit Sicherheit auch passieren. Dann bleibt noch das Problem mit dem Transportweg. Und aufgrund des Transportwegs ist in nächster Zeit nicht davon auszugehen, dass Bambus in nennenswerter Weise Holz in Mitteleuropa ersetzen können wird. Von den Nachhaltigkeitsaspekten her. Ja, man darf natürlich trotzdem Bambus kaufen, ist gar kein Problem, wenn man damit irgendwas machen möchte. Warum nicht? Ja? Aber könntest du auch mit heimischem Holz machen, wäre nachhaltiger. Das heißt, die berühmte Bambuszahnbürste, die inzwischen gefühlt jeder Depp irgendwo rumstehen hat, ist die nachhaltiger als eine Holzzahnbürste aus heimischer Buche? Nö, überhaupt nicht. Komischerweise, Holzzahnbürste aus heimischer Buche kriegt man nicht nachgeschmissen, Bambuszahnbürste schon. Einfach die Transportkosten sind so gewaltig, wenn das Zeug aus China kommen muss, das frisst alles auf. Selbst diese enormen Wachstumsraten und die biologisch gesehen großartigen Eigenschaften, auch technologisch gesehen großartigen Eigenschaften vom Bambus werden davon total aufgefressen. So, das heißt Szenario 1, wir lassen unseren Wald in Ruhe und suchen uns eine Alternative zur Holznutzung, um trotzdem nachhaltig in Deutschland irgendwie die Zukunft zu bestreiten. Ne, vergiss das. Ja, Bambus ist noch das Einzige, was ansatzweise vielleicht in Frage kommen könnte, Holz zur stofflichen Nutzung irgendwie zu ersetzen. Wenn überhaupt irgendwas, dann Bambus. Auch nicht Hanf. Kommt mir nicht schon wieder mit Hanf. Es gibt so einen Typ, der immer in die Kommentare schreibt, mit Hanf, Hanf ist das Beste. Ich spare mir weitere Kommentare, wie man auf solche Ideen kommen könnte. Ja, nee. Jedenfalls, keine Chance. Szenario Nummer 2. Wir machen weiter wie bisher mit der Forstwirtschaft, wie wir sie bisher betrieben haben und hoffen einfach, dass der durchschnittliche deutsche Holzverbrauch nicht nennenswert viel mehr ansteigt. Wir haben ja gesagt, pro Deutscher können wir 20% mehr Holz verbrauchen, als der Durchschnittsdeutsche bisher tut. Vielleicht noch 30%, aber dann ist Schluss. Und da müssen wir dann halt deckeln. Da könnte man sich jetzt einfallen lassen, zum Beispiel zu sagen, jeder kriegt pro Jahr seinen Meter mal 1,60 von mir aus, im Idealfall 1,70 vielleicht, Holzklotz zugewiesen, kriegt den jedes Jahr zum 1. Januar, wir machen einen neuen Feiertag, zum 2. Januar neuer Feiertag, Holztag, vor die Tür geliefert und muss damit sein Jahr lang halt haushalten. Ist natürlich Quatsch, aber rein von der Idee her wäre schon ein Szenario, dass man einfach sagt, Holznutzung super, Holznutzung nachhaltig, pro Person allerdings darf nur so und so viel Holz genutzt werden, teilst dir irgendwie ein. Wie man das jetzt gesellschaftlich hinbekommen soll, habe ich keinen Schimmer. Das ist sicherlich nicht besonders realistisch, aber die Idee der Weiterführung der Forstwirtschaft wie bisher führt dazu, dass wir irgendwann auch mit steigender Bevölkerungsdichte, was früher oder später vermutlich der Fall sein wird, an die Grenzen des Holzes, was Deutschland als Ökosystem bereitstellen kann, stoßen werden. Punkt. Ja? Zumal gleichzeitig bei steigender Bevölkerungsdichte wir auch ziemlich schnell an die Grenzen dessen, was wir an landwirtschaftlicher Nutzfläche zur Verfügung haben, stoßen werden. Und dann muss man sich die Frage stellen, ja, willst du lieber Holz oder willst du lieber Brot?
Und da werden sich die meisten Leute wahrscheinlich tendenziell für Brot entscheiden wollen. Und dann könnte es sein, dass die Waldfläche weiter abnimmt und damit die verfügbare Holzmenge pro Jahr auch weiter abnimmt. Außerdem müssten wir bei einem Szenario weiter so, Frau Merkel würde das wahrscheinlich mögen, Entschuldigung, nicht politisch werden, müssten wir dann wohlgemerkt auch noch so rumrechnen, dass wir davon ausgehen, dass der Holzzuwachs auch bei 14 Kubikmeter pro Hektar und Jahr bleibt. Derzeit sieht es nämlich gar nicht so aus, als würden wir reguläre Wälder weiterhin mit so einem hohen Zuwachs erwarten dürfen. Der war nämlich vor 2018 so hoch, ja? Nicht seit 2018. Mit 18, 19 und 20 ist der Holzzuwachs massiv zurückgegangen. Das muss jetzt nichts was Permanentes sein. Es mag sein, dass der Holzzuwachs sofort wieder ansteigt, sobald wir 2022 rum haben, sowas um den Dreh, und dann wieder sich auf 14 erhöht und dann mit 14 weitergeht bis zur nächsten Katastrophe. Aber was es immer mal wieder geben wird, das muss uns klar sein, sind Katastrophen, die den Holzzuwachs nach unten korrigieren. Was es niemals geben wird, sind Wunder, die den Holzzuwachs nach oben korrigieren. Es kann also eigentlich nur... Naja, dass der Holzzuwachs überhaupt so hoch ist, ist so gesehen fast schon so ein Wunder, dass es, wie ich gerade behauptet habe, nicht gibt. Das ist die CO2-Düngung tatsächlich und die Verlängerung der Vegetationsperiode. Ja? Beides führt eben zu diesem enormen Holzzuwachs. Der langjährige Wert für Holzzuwachs in Deutschland, wenn man das vor 50 Jahren noch wen gefragt hätte, dann hätte er dir gesagt, also ein Forstwissenschaftler, dann hätte er dir gesagt 10. Kubikmeter pro Hektar und Jahr. Und jetzt sind es 14. Wir haben also 13 bis 14 so in den Dreh. Eine genaue Zahl ist immer schwierig, hängt von der Region ab. Teilweise ist es auch noch viel näher, teilweise ist es erheblich weniger. Das ist über Deutschland ganz verteilt und das ist halt so ein vorsichtiger Durchschnittswert. Das heißt, es ist um 30% angestiegen in 50 Jahren oder sowas um den Dreh. Vielleicht auch in 30 oder 40 Jahren. Das ist irre. Das ist für Wald eine unglaublich schnelle Veränderung. Wald ist ein sehr langsames, sehr träges Ökosystem. Das ist ohnehin total überraschend, dass das passiert ist. Und weil das so schnell ging, darf man vermuten, dass das möglicherweise auch schnell wieder zurückgeht. Und interessant ist übrigens auch, mal angenommen, wir würden den Klimawandel jetzt aufhalten, nur mal angenommen, ist ja nicht, leider nicht sehr realistisch, dann würde ja der Holzzuwachs nach und nach auch wieder zurückgehen, weil der Klimawandel ja am zusätzlichen Holzzuwachs zur Schuld ist. Heißt, für eine nachhaltige Zukunft, die den Klimawandel besiegt hat, müssen wir auch Wege finden, bei gleichbleibendem forstwirtschaftlichen System, mit weniger Holz wieder klarzukommen, weil wir erstens den Klimawandel möglicherweise dadurch besiegt haben, dass wir mehr Holz genutzt haben. Das ist durchaus vorstellbar, dass das ein Schlüsselfaktor sein könnte. Zweitens, das jetzt aber nicht mehr tun können, weil der Klimawandel zurückgeht. Verzwickt, ne? Und scheiße kompliziert und... Das macht Szenario Nummer 2, dass das derzeit das Szenario auch ist, was politisch soweit gewollt ist, was ich fürs Erste auch für gar nicht mal doof halte. Vorläufig ist es noch wahrscheinlich noch zu früh, jetzt sich über furchtbare Alternativen oder auch nicht furchtbare Alternativen, aber zumindest am grundsätzlichen Wandel des Systems zu unterhalten, wäre wahrscheinlich wirklich noch zu früh. Ja, noch kann man schon gucken, wie man klarkommt. Es ist auch nicht anzunehmen, dass der durchschnittliche deutsche Holzverbrauch von jetzt auf gleich um wahnsinnige Zahlen nach oben schießen wird. Er steigt, das tut er, aber das dauert. Ja, das wird sich wirklich eine Weile... Man kauft sich ja nicht alle 2 Jahre eine neue Heizung oder steigt spontan von Öl auf Pelletheizung um, Holzpellet. Hin und wieder macht das mal jemand, aber Gesamtmasse der Bevölkerung doch eher selten. Es gibt dazu auch noch eine sehr, sehr, sehr interessante Theorie, die viele Ressourcenwissenschaftler haben, sogar viele, die besagt, wir müssen jetzt mit Biomassenutzung, unter anderem auch heizen mit Holz, heizen mit Stroh, heizen mit Mais, heizen mit sonstiger pflanzlicher Biomasse, was irgendwo übrig bleibt, das Grün von der Möhre vergasen, was auch immer,
dass wir damit nur so viel Zeit überbrücken müssen, bis die Photovoltaik-Technologie so fortgeschritten ist, dass wir heizen können mit Strom, so viel wir lustig sind, weil wir hocheffiziente Photovoltaikanlagen haben, die einen Wirkungsgrad von jenseits von Gut und Böse haben und damit Strom eigentlich eine unendlich verfügbare Ressource ist. In dem Moment fällt Heizen mit Holz komplett weg und wir hätten nur noch die stoffliche Nutzung und dann würde wiederum die Kapazität unserer Wälder, selbst wenn die wieder auf 10 Kubikmeter pro Hektar und Jahr runterfällt, locker ausreichen. Wenn man nicht von einer Verdopplung der Bevölkerung von Deutschland ausgeht. Das ist wieder der nächste Faktor. Also ihr seht, es bleibt kompliziert. Wir kommen jedenfalls jetzt zu Szenario 3, bevor ich noch weiter rumphilosophiere und mir kein Mensch mehr folgen kann. Ich hoffe, es ist noch in Ordnung. Ja, ich weiß, es ist viel, aber es ist halt nun mal auch kompliziert. Szenario 3 lautet Auslagerung der forstlichen Produktion. Das wäre nämlich durchaus was, was manche Leute schon als Idee hatten für die Zukunft der Holzproduktion und der Holzbereitstellung, dass man zum Beispiel sagt, wir nehmen jetzt die Hälfte unseres Waldes und machen aus dem genau das, was man jetzt gerade erst losgeworden ist mit der Fichte sozusagen, hochproduktive Plantagenwirtschaft. Aber moderne, hochproduktive Plantagenwirtschaft, um nicht unbedingt super tolle Stämme zu erzeugen, sondern einfach zum Erzeugen von Biomasse, die man dann für einfache stoffliche Nutzung, Papier, Klopapier, ähnliches, oder energetische Nutzung, Heizen, Strom erzeugen möglicherweise, nutzen kann. Beispiel Kurzumtriebsplantage mit Pappel oder dieser derzeit in den Himmel gelobten Paulownia. Ich glaube, so heißt sie. Ja, das ist der Blauglockenbaum zu Deutsch. Kommt aus China, ist eine hochleistungsfähige, super schnell wachsende neue Hightech in Anführungszeichen Baumart. Weiches Holz, stofflich kaum zu verwenden, aber was reine Biomasse pro Hektar an Zuwachs angeht, ist das Zeug ziemlich sensationell, wie es momentan aussieht. Ist noch zu früh, endgültig dazu was zu sagen, aber Potenzial hat das Ding auf jeden Fall. Ja? Und mit solchen und ähnlichen Baumarten, falls man da noch mehr entdecken sollte, was in dieser Hinsicht funktioniert, könnte man dann den Zuwachs auf dem Hochproduktivwald, sagen wir mal der Hälfte der Waldfläche, auf 20 Kubikmeter pro Hektar und Jahr Holz, auf 22, vielleicht sogar auf 24 Kubikmeter pro Hektar und Jahr raufpushen. Ja? Das heißt, nehmen wir mal an, wir würden tatsächlich, ganz spaßeshalber, wir würden sogar 28 Kubikmeter pro Hektar und Jahr hinkriegen. Dann hätten wir auf der Hälfte der Waldfläche die gleiche Holzproduktion, wie heute die gesamte Waldfläche hat. Das heißt, wir könnten mit der Hälfte der Waldfläche auskommen, wenn wir die Voraussetzungen, wie sie heute sind, als statisch betrachten und nicht davon ausgehen, dass sich der Verbrauch noch erhöht, und könnten die Hälfte all unseren Waldes komplett der Natur überlassen und müssten da überhaupt keine Bäume mehr kloppen. Oder als Sicherheitsreserve sagen wir einfach, wir kloppen hin und wieder mal noch einen Baum, aber deutlich reduzierte Eingriffe von mir aus 4 Kubikmeter pro Hektar und Jahr. Ja, also viel weniger als eigentlich zuwachsen würde, nur so ganz selektiv hier und da mal einen Baum rausnehmen. Damit hätten wir dann nochmal eine massive Erhöhung der verfügbaren Holzmenge. Wir hätten auch, weil das Plantagenholz meistens eher nur Energieholz sein wird und weniger hochwertiges Holz für Möbel, für Schränke, für Schrank ist auch ein Möbel, für Wände, für Dachbalken und ähnliches, könnte man dann mit dem Holz aus dem direkten Wald, aus dem echten Wald, auch noch qualitativ hochwertige Holzsortimente zur Verfügung stellen und hätte so also einerseits zwar ein überhaupt nicht öko-hochproduktivwald, aber dafür das, was an Waldwald übrig bleibt, wäre dann halt auch wirklich Waldwald und ganz nah dran an Urwald. Artigen Strukturen, zumindest mit der Zeit, müsste ja erst alt werden. So, grundsätzlich klingt das aus wirtschaftlicher Sicht gar nicht mal blöd, dieses Szenario, wirklich nicht. Aber es wird sich niemals, vergesst es, in Deutschland durchsetzen lassen, dafür sind wir viel zu sehr an unseren Wald gebunden und dafür wird es regional viel zu große Aufstände geben. Wenn ich mir vorstelle, jemand kommt auf die Idee, den Wald, in dem ich täglich spazieren gehe, jetzt zu einer Kurzumtriebsplantage, hochproduktive Art mit Blauglockenbaum umzuwandeln und alles, was da sonst steht, die ganzen Waldstrukturen, die ganzen Spechte, die ganzen Füchse, die ganzen Rehe, die da drin rumspringen, die müssen alle weichen und werden in
das nächste Reservat gefercht, das auf der anderen Seite vom Berg ist, wo ich erst immer rüberfahren muss, wenn ich mal wieder einen richtigen Wald sehen will. Und bei mir ist nur noch Plantage, wenn ich mir das vorstelle. Ich glaube, ich würde da Einspruch erheben. Milde ausgedruckt. Milde. Und so gesehen, gesamtwirtschaftlich wäre die Plantagenlösung wahrscheinlich gar nicht unvernünftig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich durchsetzen lässt. Das wird am Widerstand der Bevölkerung auf jeden Fall scheitern. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen Politiker geben würde, der sich trauen würde, das tatsächlich zu fordern, beziehungsweise dass so eine Forderung mehrheitsfähig wäre. Das ist ja das Nächste in der Demokratie. Ne? Hoffen wir mal, dass es bei einer Demokratie bleibt. Die Demokratie ist nicht das beste System für einen Rechtsstaat, aber halt leider das einzige, hat irgendein schlauer Mensch mal gesagt. Ja, egal. Ja, das sind also mögliche Zukunftsaussichten, wie wir mit der Tatsache der mangelhaften, der begrenzten Holzverfügbarkeit pro Person irgendwie umgehen können. Das sind so ein bisschen der Status quo, das sind mögliche Alternativen in der Zukunft gewesen. Ich möchte nochmal auf den Bambus zurückkommen. Ich mache zum Bambus auch irgendwann nochmal was Eigenes. Aber Bambus kann schon auch mit ein Teil der Lösung werden, wenn wir Bambus wo anpflanzen, wo er nicht ganz so weit weg ist von uns. Also in China selber, muss man ja auch nochmal so sagen, die können mit Bambus ganz, 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 ganz viel machen. Und für Chinesen ist Bambus so nachhaltig, das ist irre. Ja, das ist super, extrem toll. Also wenn die mit ganz viel mit Bambus machen, super. Ja, Bambusplantagen noch und nöcher und tipptopp. Der Transport ist halt das Hauptproblem. Angenommen, wir würden irgendeine Methode entwickeln, mit zum Beispiel unendlich Strom aus Solar, die wir in der Sahara aufstellen, um dann quasi unendlich Meerwasser zu entsalzen und unendlich Sahara bewässern zu können. Jetzt sind wir mal völlig fiktiv, ja. Es ist nicht eine Aussicht, dass das demnächst passieren wird, aber nur mal angenommen, dann könnte man auf quasi unendlich Sahara-Fläche unendlich Bambusplantage anlegen und mal eben übers Mittelmeer ist eine Transportstrecke, die noch vertretbar wäre und wir hätten dann auch in Mitteleuropa und nochmal eben unter den Alpen durch, die Schweizer graben einen Tunnel, die können das, hätten wir dann wirklich Optionen, auch Bambus nach Deutschland super energieeffizient zu bekommen und könnten dann auch in Deutschland mit Bambus sehr, sehr viel mehr machen. Bambus ist natürlich vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht im Bambushaus wohnen möchte, interessant für stoffliche Nutzung, für Bambusklamotten, also Viskose aus Bambus, aus Viskose kannst du ein T-Shirt machen. Ist nicht ganz so toll wie Lyocell, aber Lyocell kannst du theoretisch sicherlich auch irgendwie aus Bambus früher oder später mal herstellen und da gibt's Optionen. Ja, Bambusgeschirr, ja, Bambus, Zahnbürste, Bambus, lasst euch was einfallen. Man kann aus Bambus wirklich allen möglichen Krempel machen. Bambus-Dämmmaterial, Bambus-Spanplatte, das, was wir heute als Spanplatte kennen, das kannst du genauso gut aus Bambus wie aus Holz machen. Die ist wirklich exakt identisch. Damit kannst du dann auch mit Bambus-Spanplatten Fertighäuser zusammenbauen und irgendwo hinstellen. Wenn man diese Spanplatte nach allen Seiten ordentlich imprägniert, kommt auch keine Feuchtigkeit, kein Insekt, kein sonst was rein, dann ist das Haus auch dauerhaft, sofern das richtig gemacht wird und kein Fusch am Bau herrscht. Also Bambus könnte auf jeden Fall ein Teil der Lösung sein. Also ich möchte den Bambus echt nicht schlecht machen. Das Zeug wächst einfach wirklich unglaublich gut. Keine andere Pflanze hat so eine hohe Biomassegewinnung pro Zeit. Das ist irre. Und gerade wenn wir stofflich langfristige Verwertungen für den Bambus finden, nehmen wir damit natürlich auch haufenweise CO2 aus der Atmosphäre. Das ist das gleiche wie beim Verbauen von Holz. Das habe ich schon mehrfach erzählt, da wisst ihr Bescheid. Wenn du Holz verbaust und über 500 Jahre verbaust lässt, dann ist das CO2, das im Holz steckt, 500 Jahre lang erstmal raus aus der Atmosphäre. Und selbst wenn irgendwann das Haus zusammenbricht, dann kann man das Holz immer noch zu irgendwas gebrauchen. Entweder baust du es nochmal woanders ein oder machst Papier draus, Klopapier, oder nutzt es dann im Endeffekt doch nochmal thermisch. Aber bis zum bitteren Ende ist Holz nutzbar und ähnlich könnte man das zumindest theoretisch auch mit dem Bambus erreichen. Die technologischen Voraussetzungen müsste man halt eben noch haben. Bambus braucht sehr, sehr viel Wasser, immer das im Hinterkopf behalten, bevor mir jetzt jemand noch weitere Theorien zum Bambus in die Kommentare schreibt. Das Wasser muss irgendwo herkommen. Das ist somit die Einschränkung, die das Bambus-Anbaugebiet nicht global über den gesamten
entlang des gesamten Äquators ausweitbar macht. Ganz so einfach ist es dann nicht. Ja, viel Zeug, viel Verschiedenes, viel zum hoffentlich zum Nachdenken, und ich glaube, ich hoffe wirklich, ihr konntet mir noch folgen. Falls nicht, beschwert euch bitte, dann mache ich sowas nie wieder. Macht's gut, und es tut mir leid, dass ich heute irgendwie ein bisschen lustiger drauf bin als sonst. Tschüss.